versteh's einfach nicht. So eine hübsche junge Frau wie du ohne Mann da steht. Das ist die Uniform. Da haben die Männer Angst. So ein Schmarrn. Jetzt habt's Kundschaft. Deine Eltern schon gesagt, es ist schon klar, dass in ein paar Wochen unser Kind kommt. Naja, niemand darf uns zusammen sehen. Maria und ich, wir werden eine Familie. Willst du heiraten, Tochter von unserem Boss, Donatella? Basta. Donatella habe ich das letzte Mal gesehen in der Eisdiele in Neapel. Da war ich 5. Die haben heute einen Toten aus der Odelbube gezogen. Was hätte ich denn mit dem machen sollen? Zersägen, begeizen, einkochen, was weiß ich. Es gibt Lebensumstände, da fordert einen die Unvernunft geradezu heraus. Er ist so sensibel wie ein Mädchen. Ja, Frau Pavlovic, was soll denn das mit dem Gewehr? Wir haben doch eine Leiche. Dafür brauchen sie aber einen Waffenschein. Ja, sicher. Hab ich den von meinem Mann? Rocco, wo bleibst denn du? Es ist etwas dazwischen gekommen. Ein Todesfall. Du kannst nicht einfach machen, was du meinst. Was sagst du jetzt? Sagst du ja? Wir haben das doch schon 100 Mal durch. Vielleicht war es mit seinen Spermien, wenn die genauso fad waren wie er. Warte, Maria. 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 Grüß Maria. Was haben sie denn da? Nur Wurst. Mortadella to go. Ist beschlagnahmt. Let's go. So bring her here.